Hallo alle miteinander. Schon jemand da? So, ich muss ganz kurz noch ein bisschen umräumen hier. Ich habe mir die Kaffeetasse so ungünstig positioniert. Was ist denn das an der Decke? Ah, das ist Ilses Schatten. Ich dachte jetzt schon, was ist das denn? Die Ilse hat im Hotelzimmer offensichtlich sehr viel geraucht. Es ist ein bisschen neblig hier drin. Aber das kann ja vorkommen. Ansonsten bin ich schon im richtigen Menü. Sagst du, läuft der Stream? Läuft alles gut? So. Ich wollte euch zeigen, der Führerschein, der steht gültig bis Short Term. Da steht aber kein Datum. Ja, jetzt hat die Ilse ja nicht unbedingt mehr das beste Gedächtnis. Ja, so hin und wieder vergisst die Dinge. Das heißt, die weiß leider nicht mehr. Ilse hat gepafft, ja. Die Ilse weiß leider nicht mal, wann sie ihren Führerschein gemacht hat. Jetzt steht da Short Term. Das kann die Ilse, versteht sie sowieso nicht. Ja, Short Term, was soll denn das sein? Das heißt, wir haben jetzt folgende Option. Die Ilse weiß nicht, wie lange Short Term ist. Die Ilse könnte also prinzipiell Auto fahren, weil Short Term, Short ist eine interessante Zeitangabe. So, was haben wir noch? Wir haben 60 Euro in der Tasche. Und wir haben, die Ilse hat in ihrer Jackentasche noch einen halben Meter Bratwurst versteckt. Die trinkt jetzt erstmal ein Käffchen, das ist ja klar, ne? Das braucht die jetzt erstmal so am frühen Morgen. Eine heiße Weihnachtsschokolade hat sie auch noch da drin, also die hat gut unterwegs. Wir sind heute alleine vor dem einfachen Hintergrund. Ich würde gern mal probieren. Ich bin ganz schön. Ich versuche noch hier so eine schöne Position zu finden, auf die wir. Dass der mal auf Ilse gucken können. Wir sind heute alleine. Hintergrund ist der, dass ich ganz einfach mal probieren wollte, ob das mit dem Auto jetzt funktioniert. Und wenn alle anderen dabei sind, ist das ja immer ein bisschen chaotisch. Dann müssen wir das irgendwie ausspielen können. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich würde es jetzt gern einfach mal probieren. Sollte es nicht funktionieren, werde ich mich nämlich dann einfach um 5 zum Start der Supportzeiten im Support einfinden und das klären, warum das immer noch nicht funktioniert. Das heißt, wir werden da jetzt gar kein großes Drama drumherum machen, sondern einfach mal gucken gehen. Ich zünde mir mal ein Kippchen an, ja. Hört ihr eigentlich den Spielsound? Habt ihr den A? So prinzipiell, wenn jetzt Ilse läuft, müsstet ihr haben. Erstmal ein Kippchen, ja. Nur, dass mein Feuerzeug besser funktioniert. Ja, also, Plan jetzt gerade. Erstmal auf die Bank gucken, wie viel Geld Ilse auf dem Konto hat. Plan 2, gleich danach zur Garage gucken, ob Ilse jetzt ihr Auto aus und wieder einparken kann. Dann werden wir mal beim PD vorbeischlendern, um zu gucken, ob da jemand da ist. Denn die Ilse muss natürlich fragen. Ne? Die Ilse, die weiß nicht, was Short Term heißt. Das heißt, die wird da mal fragen gehen, wenn jemand da ist. Versteht sich. Dazu ruft sie aber natürlich nicht den Notruf, ja? Das wäre ja Quatsch. Das ist ja albern. So, ich lege mal ganz kurz mein Zettelchen beiseite. Weiterer Plan ist dann der. Je nachdem, was dann bei dem Führerschein rauskommt, überlegen wir uns was. So, Ilse gleich noch. Zum Shop muss Ilse auch noch. Die brauchen noch was zu essen. Laufen wir mal los. Es sind nicht viele Spieler online tatsächlich im Moment. Ich glaube so 23, 24, was ich vor uns gelesen habe. Das heißt, es ist sehr ruhig in der Stadt. Bei unserem Glück treffen wir als erstes auf einen Kriminalisten, der die Ilse überfährt. Oder überfällt. Eins von beiden. Was ich echt feiere an diesen Charakteren. Ein ruhiger Nachmittag, ganz genau. Ich feiere das an den Charakteren, dass wir niemals rennen. Also ich zumindest nicht. Und Harald und Henrietta ja, glaube ich, auch nicht. Der Herbert rennt. Aber der hat ja Hummeln im Hintern, ja. Ansonsten ist immer alles sehr, 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 sehr gemütlich.
So. Das ist ein Schneemann. Das ist hier. Nur der ganz alte Mann ist bis jetzt dort. Ja, genau. Nur der. So. Dann schauen wir doch mal. Wir haben Fakta. Ah! Wo kommt denn die Kohle her? Das ist ja verrückt. Wow, ja, genau. Ich bin euch überrascht. Einmal probieren. Probieren geht über Studieren. Apropos Bier, ja, die ist, wie gesagt, muss man einkaufen. Und die hat jetzt mal halt mit der Bratwurst in der Tasche, aber das muss sie schon noch mal einkaufen gehen. Mei, ist das schön mit dem Schnee noch. So. Junger Mann! Das ist sehr nett von ihm. Und ich kann es auch wieder einpacken. Es funktioniert. Es ist ein Traum. Nichtsdestotrotz schauen wir immer auf die Karte. Da unten ist King's Shop. Da könnten wir jetzt als erstes mal hinlaufen. Und danach sind wir die. Halte ich für eine gute Idee. Wir gehen erstmal einkaufen. Ja, hurra, genau. Das war ja ein Elend. Wobei ich sagen muss, der Support hat das super nett geklärt und der war sehr, sehr lieb. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Supporter das war. Aber der war auf jeden Fall super nett. Hat das ganz toll geklärt, ganz schnell. Und hat das auch gut erklärt, woran das denn lag. Kann ich hier über die Straße gehen? Bin mir unschlüssig. Ich sollte vielleicht lieber hier drüben gehen. Ja, die Ilse geht hier rüber. Holt sich jetzt ein paar Snacks. Bisschen was Kleines, vielleicht ein paar Kippchen, ja. Bevor sie dann zum Wiki marschieren wird. Ja, ist echt. Eine Schluss heute, das ist sehr gut. Das ist tatsächlich für Ilse ziemlich gut. Halt. Fällt auch voll auf mit ihrer roten Mütze, ne? Oh, ich finde die so süß. Tatsächlich, die Mütze finde ich voll süß bei Ilse. Ich finde, das steht ihr aus. Sehr gut. Da kam ein Auto. Das hat die Ilse beinahe nicht gesehen. Das soll mich jetzt bloß nicht anquatschen. Ich rauche noch. Gut. Vielleicht hätten wir doch erst zum BD gehen sollen, damit die Ilse notfalls mit dem Auto fahren kann. Ich überlege gerade, ob wir das machen. Ich darf jetzt noch Ilse überfahren, ich sehe es kommen. Die Mütze ist selbst gehegelt, ganz genau. Jetzt sind wir schon einen halben Meter breit durch den Hand auf den Weg essen. Zum Frühstück. So. Die Ilse wäre das perfekte Entführungsopfer. Die rennt ja nicht mal weg. Ich sollte es nicht sagen. Ein ganz ruhiger Stream heute tatsächlich, also wird wahrscheinlich nicht so lange gehen, je nachdem was passiert.
Tatsächlich nur so ein bisschen. Ich wollte gucken, ob alles funktioniert. Du beschwörst es, ja. Darf ich eigentlich richtig? Nee. Sachse! Warum sagst du nichts? War das derselbe Wagen schon wieder? Ich glaube nicht. Da lacht der Sachs. Schön. Mensch, die Ilse hier in der Kälte muss hier draußen rumlaufen, ne? Vom Auto her würde ich fast denken, das war der Medic. Aber ich bin mir unschlüssig. Mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz hier in die Ecke. Alles klar. Gut. Ich wollte nur mal gucken, was das für ein Emoji ist. Ich habe mir jetzt die Tastaturbelegung tatsächlich hier vor mir liegen. Dadurch habe ich auf dem linken Monitor auch viel, viel mehr Platz tatsächlich. Bin am Schlaf. Und das ist ganz angenehm. So, jetzt muss die Ilse trotzdem noch auf die Karte gucken. Sie muss bis ganz runter und dann links. Ach, Mensch. Hat der Sachse ihr nicht gesagt, ne? So habe ich dich denn. Ich weiß doch, dass die Öse sich nicht auskennt. Ist ja unbewaffnet, die Öse. Ich würde da drüben über die Ampel gehen. Meta. Meta BFG. Deswegen sag ich dir nicht, wo du lang willst. Siehst du, ich wollte es eigentlich noch bei Twitter teilen. Aber ist egal. Wird eh bloß so ein Chillstream. Ich wollte die Ilse nämlich gerne auch mal ein bisschen gucken lassen, wenn wir das geklärt haben mit dem Führerschein. Wegen Arbeiten. Wo das ist. Und so weiter und so fort. Die Ilse hat die Nacht ein bisschen geträumt. Davon, dass sie Verantwortung für andere Menschen hat. Indem sie zum Beispiel Bus fährt. Das habe ich schon gespoilert. So, die Ilse guckt immer ein bisschen öfter, ja? Darf ich hier irgendwie vorlaufen? Ich sehe halt die Zebrastreifen gerade immer nicht. Was ich mich auch gerade frage, wenn die Ilse da mit dem Auto unterwegs ist, die sieht ja nicht mal ein Stoppschild. Also Schild schon, aber die sieht ja das. Den Rest nicht, ja? Die sieht ja weder, wenn es auf der Straße steht, noch sieht die irgendwelche Pfeile am Boden oder rote Bordsteinmarkierung oder sowas. Sieht die ja alles nicht. Ach man da. Wird teuer. Hier sieht man es ein bisschen, aber da musst du halt echt schon ganz genau hingucken. Ne? Die Ilse ist froh, wenn der Schnee wieder weg ist. So. Alter! Sachse! Ich muss das leiser machen, das erschreckt mich jedes Mal so sehr. Wenn ich da Auto fahre, ich verreiße ja das Lenkrad sonst wohin. Guten Tag. Wir gehen mal. Wir brauchen auf jeden Fall Tippen. Wir nehmen wieder Suppe. Suppe war ganz gut. Hat sie alles in der Handtasche, ja? Das ist klar. Frischhaltebeutel, Tabak. Wir könnten das selber drehen. Nudelbox. Moin. Guten Tag.
nochmal ganz kurz. Ich will das mal gucken. Okay. Das Ganze zieht es nicht von meinem Konto ab, sondern von Barrett. Hab dich lieb. Das ist so ein Assi. Hab dich lieb. So. Bevor jetzt die Frage kommt, würdet ihr in einem Laden ein ewig langes Gespräch führen? Bestimmt nicht. Ilse auch nicht. So, jetzt muss ich erstmal mal gucken. Nach oben, zur Garage, nach rechts. Jupp, du wirst im Laden jeden erstmal voll quatschen. Macht die Ilse nicht. Das war der junge Mann mit dem Auto, siehst du? Den wir gerade schon gesehen haben, das Auto. Wer hat die Ilse mal gefahren? Wie gesagt, die Ilse weiß nicht, wie lange ihr Führerschein gültig ist. Und die Ilse will nicht gegen das Gesetz verstoßen. Also wird sie die Leute fragen, die das wohl am besten wissen dürfen. Guck mal hier, kleines Feuer, schon schön. Sich ja die beste Ecke rausgesucht. Die Mütze. Ich komme immer noch nicht klar auf die Mütze. Ja. Mein Gott, ist das ganz schön weit, ne? Die arme Ilse. Und das sind den Schuhen. Wobei, die Schuhe sind bequem. Ach ja, hier ist immer der Schuh. Ilse kann aber kein Englisch, das wird kompliziert. Was meinst du? Wegen Short, genau. Genau, Short Term. Oder wie Ilse sagen würde, Short Term. Wer weiß die leider nicht. Und die Dame hat sie auch nicht richtig verstanden, deswegen fragt sie einfach mal. Ich meine, Fragen kostet ja nichts, ne? Und selbst wenn, die Ilse hat, wie wir gerade gesehen haben, 925 Dollar auf dem Konto. Wo auch immer sie der hat, aber die hat sie. Das heißt, die kann ja ruhig mal fragen. Da wird ein bisschen Halsschmerzen. Muss ich noch weiter? Ja, wir laufen zur nächsten Kreuzung. Short-term. Nur keine Eile, ne? Shop-Raub in der Nacht. Hat er nichts zu tun? Der fährt die Runden, oder was? Das ist der Ilse ein bisschen unheimlich. Die geht jetzt mal hier rein. Die läuft da hinten durch die Gasse. Tatsächlich wollte ich versuchen, es zu vermeiden, mich jetzt hier umzudrehen, also sowas zum Beispiel jetzt zu machen. Weil die Ilse kann nicht nach hinten gucken. Ich hatte sogar schon über die Ego-Perspektive nachgedacht, fand es aber dann doch ein bisschen zu heftig. Aber der Punkt ist der, Ilse kann nicht nach hinten, die hat hinten keine Augen. Dass wenn jetzt jemand was von hinten kommen würde, kann sie es nicht sehen. So ist schon gut, genau, finde ich auch. Ich finde halt, alles macht's, also Ego würde es halt noch
authentischer machen. Aber ich denke, so ist okay. Also, wenn jetzt wirklich jemand von hinten auf Ilse zurennen würde, würde sie es in den letzten Moment sehen und da reagiert Ilse sowieso nicht. Weil ich Ilse auch gerne mal wimmern hören würde. Und ich sollte es nicht beschreien, ich sollte aufhören. Wie viele Donuts habe ich jetzt eigentlich gekauft? 3, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Satz vorhin überhaupt laut gesprochen habe. Ich wollte es eigentlich noch bei Twitter teilen. Habe ich das laut gesagt? Ich glaube schon. Ah, ja. Aber nicht den Wachmeister bestechen. Wie ist eigentlich der Ton? Passt das so oder ist irgendwie zu laut, zu leise? Immer die Rückmeldung geben, aber wenn Leute sprechen, ob ihr die gut hört. Oder ob du die gut hörst, bist du gerade alleine. Tun ist gut. Oh mein Gott, ich hab halt aber meinen Hals, echt. Schlimm. Wenn uns jetzt jemand überfällt, kann er sagen, habt ihr 26 Dollar von uns erbeuten. Das ist natürlich ein Traum, ne? Das ist natürlich... Wow. Da hat er ausgesorgt für den Rest seines Lebens. So, und dann gucken wir auch ganz kurz nicht, dass die Polizei hier gerade langfahren muss. Die Wachtmeister. Wir wollen die ja nicht aufhalten. Und einen Schokogel. Den gibt's nicht. Den wird die Ilse mit ihrem Leben verteidigen. Das sag ich dir aber. So, dann guck mal, wie man da ist. Steht da ein Zelt? Hallo? 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 Ist hier jemand? Hier klingelt der Telefon. Hallo? Tja. Dann haben sie wahrscheinlich bloß vergessen, die eine Seite abzuschließen. So, einmal in die Tasche. Dann raucht die Ilse erstmal ein Kippchen. Wie, what the fuck? Weil er ein Zelt steht oder weil niemand da ist? Hey, ich bin keine Polizistin, bitte nicht niederschießen. Hi, Cheatkind. Und vielen Dank für den Follow.
Mir geht's gut, und selbst? Sehr schön, dass es dir gut geht. Ja, wegen Zelt, ja. Ich weiß nicht, was die Polizei da so macht. Aber auf jeden Fall haben sie ein Zelt im PD stehen. Die Ilse raucht jetzt mal gemütlich auf. Ich rauche dabei eine mit. Hm. Wir warten mal noch ein, zwei Minuten, bis die Ilse aufgeraucht hat. Mädchen-YouTuberin? Ja. Kommt die noch? Das ist schon wieder der, ne? Wirklich gut ist, dass die Ilse hier direkt vorm... oben PD steht. Da wohnt jemand? Weiß die Ilse natürlich nicht, die Ilse weiß nicht, was gut ist. Nein, wunderschön. Guten Tag. Ach, ich hab sie gar nicht gesehen. Ich war auch im Büro, Räumlichkeiten um. Ach so, ich hatte eine Frage. Ja. Und zwar war ich beim Rathaus. Und die Dame hat mir einen Short-Term-Führerschein gegeben. Was mhm. ist denn ein Short-Term? Der hat eine begrenzte Laufzeit von 2 Wochen. Ach so. Das heißt, sie haben in den nächsten 2 Wochen Zeit, bei der Fahrschule vorstellig zu werden und dort den Führerschein, also die Prüfung, zu absolvieren und so den Long-Term-Führerschein zu erhalten, also den unbefristeten. Ach ne, jetzt verstehe ich das. Also kann ich aber mit meinem Short-Term jetzt erst einmal Auto fahren? Ja. Sehr schön. Vorerst, bis sie bei der Fahrschule den definitiven Führerschein absolviert haben, bis dahin dürfen sie mit dem Short-Term Führerschein fahren. Nö, das ist ja sehr gut. Vielen Dank, da haben sie mir schon weitergeholfen. Genau, und der gilt übrigens auch für größere Fahrzeuge, das heißt Lastwagen oder wenn sie Bus fahren wollen. Busvermietung. Lastwagen, gucken Sie mich doch mal an. Das, ja, nur zu Info. Gilt für sämtliche Fahrzeuge. Das ist aber gut zu wissen, das kann ich dem Herbert sagen. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Auf Wiedersehen. Jo, einen schönen Tag noch. Was lachst denn du da, sagst du? Das mit den 2 Wochen, das hat die Ilse nicht verstanden. Der war freundlich, ja. Und der hat uns gesagt, wir dürfen mit dem Führerschein Auto fahren. Bis wir einen Führerschein gemacht haben. Das waren seine exakten Worte. Sie dürfen mit diesem Führerschein Auto fahren, bis sie die Fahrschule besucht haben. Das hat sich die Ilse zumindest gemerkt, von dem, was er ihr erzählt hat. Da habe ich Zeit, richtig. Da habe ich eine Menge Zeit. Nein, Spaß. Also wir werden es auf jeden Fall machen. Wir werden den Führerschein in allzu nicht weiter Ferne. Ach, du weißt, was ich meine. Nee, wir werden den Führerschein bald machen. Aber jetzt erstmal. Nutzen wir die Info, die wir jetzt bekommen haben. Und wir nutzen vor allen Dingen auch die Info, dass er gesagt hat, wir können damit alles fahren. Das heißt, wir können damit LKW fahren, Bus fahren. Das ist sehr schön. LKW fahren. Ich meine, mal ganz im Ernst, ne? Ich glaube nicht. Aber Bus könnte die Ilse durchaus fahren. So, gucken wir dann, ne? Klar, die Ilse ist vorsichtig. Ich hätte fragen sollen, warum ein Zelt im PD steht. Oh naja. Wir werden jetzt einmal unser Auto holen.
Oh, seh da, wie der gerutscht ist. Das kann ja was werden jetzt. Wohnungen scheinen teuer zu sein. Meinst du, Zelt ist ein billiger bestimmt. Aber die Ilse will ja ein bisschen Geld verdienen, ja? Die will ja irgendwann, das wisst ihr ja schon, ja, die will ja, hat ja den Traum von eigenem Häuschen am Strand. So. Vorsichtig, ne? Mein Gott, die Polizei rost aber auch ganz schön. Das wird mit der Ilse nicht passieren. Erst recht nicht im Schnee. Wir holen jetzt erstmal unser Auto und fahren mal hier an den Rand auf den Parkplatz. Und dann gucken wir mal kurz auf die Karte, wo wir denn jetzt hinfahren. Ich hätte nach dem Namen fragen sollen. Mist. Hätte die Ilse sagen können, aber der Herr Wachtmeister sowieso hat das gesagt. Dann hätte er noch Ärger gekriegt. Einmal den jungen Mann sehr nahe gekommen. Ach, nicht einparken. Ausparken, versteht sich. Den Emperor bitte. Da ist er. Aufgeschlossen und eingestiegen. So, ich nehme mal den Controller in die Hand. Lässt sie den. Ja, sie lässt ihn automatisch. Huiuiui. Hier geht's ja richtig ab. Hier guckt euch das an, die Ilse. Ja, das kann ja sein. Die Ilse versucht jetzt da rückwärts einzubauen. Für diejenigen, die nicht wissen, dass Ilse. Ilse ist Voranfängerin. Und weiß deswegen nicht genau. So, wir stoppen mal das Fahrzeug. Oh, die Karte. Wie man Auto fährt. Ja, ist es genau, Auto. Ist es Fahranfängerin? Nicht mehr die Jüngste, ja? Das heißt, die hat halt echt ein bisschen ein Problem beim Autofahren. Was ja aber nicht so tragisch ist. Da oben ist das Busdepot. Das markieren wir uns schon mal. Was haben wir denn hier noch so? Ein Hotel, hier ist eine Zulassungsstelle. Ich will bloß mal ein bisschen gucken, ja? Wir haben ja ein bisschen Zeit. Da war noch gerade. Wer ist das? Der Weintraubenhändler. Moment! Wir haben hier oben die Weinberge. Wir müssen dann sehr wahrscheinlich zum Weintraubenhändler, um die zu verkaufen. Ah, Ententeich. Dinge ergeben viel mehr Sinn gerade. Wo ist denn das? Sie könnte sich tätowieren lassen. Oh ja. Das wird früher oder später definitiv kommen. Wir gucken mal ein bisschen in den Norden. Was haben wir denn hier so schönes? Mine. Ist irgendein Larry's, okay. Shop. Muss hier rangehen. An Klamottenladen. Das ist Pimp and Paint. Das brauchen wir alles nicht. Die JPA brauchen wir nicht. Das Yellow Check-In brauchen wir nicht. Und ich würde jetzt nicht angequatscht werden, sie hier gerade. Hier die Tankstelle brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir alles nicht. Schrottplatz. Brauchen wir auch nicht eigentlich. Die wir noch haben. Die Kräuterwiese. Da unten ist der Angelsteg. Gucken wir weiter in den Norden, was da noch so ist. Der Huhnverarbeiter. Fischankäufer. Man könnte natürlich also Hühner farmen und dann immer zum Huhnverarbeiter hier die Autobahn lang schleichen.
auch schön. Hier drüben ist nix. Und für die Weinberge müssen wir dann darüber. Was ist denn hier noch? Gibt's auch noch irgendwas? Achso, ist ein Landschaft, auch nicht. Das braucht keine Waffe. Hier unten ist der Hafen. Da ist die Spedition, das ist sehr schön. Ich überlege jetzt gerade. Betonung liegt auf lang schleichen, ja, genau. Deswegen habe ich es extra so gesagt. Ich überlege jetzt gerade, und das ist jetzt kein BSG. Wollen wir mit Ilse einmal zur Hühnerfarm hochfahren? Und mal gucken. Zur Hühnerfarm. Dort mal gucken, was da so ist, wie das funktioniert. Und dann mal rüber zum Huhnverarbeiter schleichen. Dann könnten wir nämlich dann hier außen rumfahren. Einmal außen rum komplett. Also schleichen. Und dann, je nachdem, wie Bock und Lust und Laune besteht, vielleicht nochmal im Busdepot vorbeischauen. Oder wollen wir zum Busdepot? Dann kann man mal schauen, wie anstrengend das ist bei der Hühnerfarm, ne? Die Ilse hat Bock auf Tiere. Das klang falsch, in vielerlei Hinsicht. Was ist denn das? Moment! Da müssen wir als erstes hin. Und zwar aus dem einfachen Grund. Es gibt hier, ich muss kurz die Maus einfügen, dieses coole Ding namens Lesnet. Um sich dort einzuloggen, das weiß ich, UOC, brauche ich einen Code. Also, nicht das weiß ich UOC, sondern das weiß ich, weil ich es versucht habe, ja, mich da einzuloggen. Dafür brauche ich aber einen speziellen Code. Und diesen Code habe ich nicht. Und ich habe geguckt und man kriegt den wohl nur in-game. Oh, guck mal. Baby. Und sehr wahrscheinlich kriegt man ihn genau da, bei Lesnet. So, da fahren wir auf jeden Fall jetzt als erstes hin. Und dann fahren wir hier aus... Ach, wir fahren mal zur Hühnerfarm, oder? Das machen wir einfach mal. Mal gucken. Wir können uns ja dann immer noch für die Weinberge und so entscheiden, aber erstmal fahren wir zur Hühnerfarm. Einverstanden? Ihr habt keine Wahl. Die Ilse fährt schon los. Die Ilse fährt schon los. Die Ilse guckt nach links und die Ilse guckt nach rechts und dann guckt die Ilse noch einmal nach links. Ist ja klar. Die Ilse hat nach links einordnen. Genau, sie probiert es einfach mal. Diesmal habe ich keine Mitfahrer. Das heißt, es ist ja nett, wenn ihr mitguckt nach Stoppschiffe. Ach, ist das ein Traum, ne? Jetzt müssen wir rüber. Ah, die Ilse fährt schon fast zu schnell. Ist doch Stoppschild hier. Aber hier ist, glaube ich, eins. Ilse muss eh gucken. Uiuiui, ist das rutschelig. So, die Ilse sieht halt leider die Stoppschilder jetzt wirklich, also die Stoppzeichen, wenn da welche auf dem Boden sind, tatsächlich nicht. Oh, Stopp. Nix Stopp. Leck mir fett Stopp. Die Ilse ist gerade mal so schön am Fahren. Hier ist Stopp. Siehst du, das habe ich gesehen. Pass auf jetzt. Stopp. Eins.
zwei, drei. Jetzt kann sie weitermachen. War gerade ein Stoppschild? Ernsthaft? Habe ich nicht gesehen. Das hat die Ilse nicht gesehen. Ach, hier ist Leslie. Okay. Können wir hier reinfahren? Geht das Ding hoch? Upsi! Ach, das ist... Okay. Wo ist denn die Ilse jetzt gerade? Darf die Ilse hier parken? Ups, da ist die Ilse wohl angeeckt. Ja, man sieht nichts. Das muss so. Ich glaube, die Ilse darf ja nicht parken. Huch. Eieiei. Eine Aufregung. Große Frage. Ist jetzt ja alles rot mit dem Bordstein, ne? Ja, überall Kreuzung. Wie soll ich denn hier hinfahren? So, und jetzt geht das große Chaos los, nämlich die Ilse, die nicht weiß, wo sie hier parken kann. Und jetzt schon wieder vergessen hat, wo sie lang ist. Oh, ist das ein Traum. Ein Albtraum. Das ist aber rutschig hier. Ich hab wirklich vergessen, wo es ist. Da. Moment. Die Ilse setzt nochmal ein Stück zurück. Und was die Ilse schon weiß, ist, wie sie zu einzuparken hat. So. So machen wir das. Wir schließen das Fahrzeug einmal ab. Wir müssen uns nur merken, wo das Auto denn ist. Jetzt haben wir wieder keine Karte mehr. Das macht mich ganz körre, wenn ich keine Karte habe. Die Ilse läuft das Stückchen, ne? Es ist lieber ein bisschen vorsichtiger, man weiß ja nie. Ja, das kann ja ein Chaos werden auf der Autobahn, na gut, mal sein. Wo ist das jetzt? Nicht weit. Ist hier rüber? Da hat die Ilse gerade geparkt. Oder nicht? Die Ilse guckt jetzt einfach mal. Ne, links das Ding, ne? Das Life Invader. Ja, wer soll denn die Ilse das wissen? Was denn, Sachse? Was denn? Müssen wir irgendwas sagen? Jetzt müssen wir mal gucken. Kann die hier rein? Tatsächlich. Ui, 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 was ist das denn?
Darf die Ilse hier sein? Da ist sie fast ein bisschen unheimlich. Da kann sie nicht rein. Hallo? Ich glaube nicht, dass die Ilse hier sein sollte. Tatsächlich weiß ich das wirklich nicht. Also AOC weiß ich nicht, wo wir diesen Code für Desnet herbekommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir hier rumsuchen müssen. Wir gehen mal wieder raus. Das finden wir schon noch irgendwie raus. Da fragen wir mal jemanden bei Gelegenheit, was das mit diesem Nasensymbol aus sich hat. Also komisch ist es schon. Moment. Das sah aus wie hinter dem Gebäude. Da ist ja nichts hinter dem Gebäude. Da wird die Ilse verhaftet. Nee, hier ist nichts, sagst du. Okay, da fragen wir mal jemanden. Bei Gelegenheit werden wir uns da mal kundisch machen. Kundisch. Aber guck mal, so sehr ist die Ilse gar nicht angeditscht. Ist ja noch heile. Weil die Ilse hätte schon gern lässnet. Obwohl sie damit wahrscheinlich nicht umgehen kann. Hauptsache, der Ilse, ja, der wurde jetzt nicht abgeschleppt. Ne? Das war ja. War toll. Ein schneller Service hier, was meinst du? Ach so, wegen dem, weil es repariert ist schon wieder. Hallo, Paulinchen 65. Guten Tag. Herzlich willkommen. Da ist Ilse ihr Auto. La la la. Ach ja. So, dann werden wir erstmal auf der Karte dann markieren. Und dann wird die Ilse da hochschleichen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kaffee gibt's hier immer. Bei mir gibt's immer Kaffee. Sagst du? Oh, jetzt ein schönen Kaffee. Bedien dich. Ich find's so schön, wie Ilse mal am Nüdeln ist mit ihrer Karre da.
So, wir werden jetzt uns auf den Weg machen. Wo war denn die Hühnerform jetzt gleich wieder? Da oben. Ach du Scheiß. Ja, du darfst auf jeden Fall gerne hier bleiben. Ich warne nur jetzt schon mal vor, die Ilse wird sehr, sehr lange für diese Strecke brauchen. Oha, oha. So, Ilse. Starte den Motor. Guck einmal in den Rückspiegel bitte. Es kommt nichts. So, wieder die Aufgabe hier, Stoppschilder und so. Die Ilse ist super. Ich liebe die auch total. Die ist ein bisschen gemütlich, ne? So. Wie viel war in der Stadt? 100 sollen wir fahren, ne?